Und da schauen wir heute auch auf einen Anfang im Jahr 1907. Heute ist Deutschland im Krisenmodus, das Geld sitzt knapp und es streiten sich die Lebensmittelhändler mit den Herstellerfirmen. Das hören wir gerade von Edeka, der großen Handelskette. Die streiten sich mit Mars und Coca-Cola um die Preise. Dabei könnten sie eigentlich feiern, denn heute vor 115 Jahren wurde das Unternehmen ins Leben gerufen, unter ganz erstaunlichen Prämissen, wenn man heute sieht, wie die arbeiten. Hier ist der Stichtag mit Thomas Hartmann. Kaufleuten kann man schlecht vorwerfen, dass sie aufs Geld schauen, denn so sichern sie das Überleben ihres Geschäfts. Deshalb ist es nur klug, wenn sie einen Ratschlag beherzigen, der 1885 in der Leipziger Kolonialwarenzeitung zu lesen ist. Die einflussreichsten Männer des Standes hätten zu einer großen Koalition zusammenzutreten, beispielsweise da, wo es dem Einzelnen nicht möglich ist, große Posten einer Warengattung einzukaufen, um alle Vorteile des Masseneinkaufs, der Fracht, der Spesen usw. gemeinsam zu genießen. Einzelhändler organisieren sich in sogenannten Einkaufsvereinen. Und wenn es klug ist, einen solchen Verein zu bilden, ist es noch klüger, wenn sich diese Vereine verbünden. Einige machen das. Am 21. Oktober 1907 im Hotel de Pologne in Leipzig. An diesem Tag wird der Verband Deutscher Kaufmännischer Genossenschaften aus der Taufe gehoben. Erstaunlicherweise unter erheblichen Zweifeln, laut Vorstand Karl Biller. Wenn je eine Gründung ohne Begeisterung und große Hoffnung erfolgt ist, so die unseres Verbandes. Der Wareneinkaufsverein Leipziger Kaufleute, der Großeinkaufsverein Thüringer Kaufleute Gotha oder die Einkaufsverein Rudolstadt GmbH gehören zu den Gründungsmitgliedern des Verbandes, der wenig später eine Zentraleinkaufsgenossenschaft GmbH ins Leben ruft. Nun bedarf es noch eines prägnanten Kürzels und das findet sich bei der Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin. Also Edeka, großes E, kleines D, großes K. Dass es bei dieser Schreibweise nicht bleibt, dürfte allgemein bekannt sein. Edeka-Kunden vor dem Mikrofon. Heute im Einkaufszentrum. Guten Tag, meine Damen. Wie ich sehe, haben Sie gerade bei Edeka eingekauft. Verraten Sie uns, warum? Na, bei Edeka ist immer alles so, na, so knackig frisch, einfach spitze. Vielen Dank. Und was sagen Sie zu Edeka? Komme ich auch ins Fernsehen? Nein, aber in den Rundfunk. Ach, das finde ich klasse. Sind 1918 198 Genossenschaften integriert, sind es 5 Jahre danach 3-mal so viel. Anziehend dürfte wirken, dass sich die Edeka in schwierigen Zeiten bewährt, während des Ersten Weltkrieges, der Inflation. Die Positionierung des Unternehmensverbunds während der Nazizeit bewertet Sebastian Kretschmer, Autor des Buches »Der institutionelle Wandel der Edeka-Gruppe«. Man hat sich dann schon dafür entschieden, dem Nationalsozialismus beizutreten, hat entsprechend auch die Selbstgleichschaltung beschlossen. Und in einem Zitat heißt es, die Kaufleute sollen den Ladentisch als Kanzel für den Führer benutzen. Das zeigt, man hat sich schon gemein gemacht. Heute zählt das Unternehmen zu den hiesigen Handelsriesen. Mit rund 400.000 Mitarbeitern ist die Edeka-Gruppe der größte Arbeitgeber Deutschlands. Und wer lieber bei Nah und Gut, dem roten Netto, also dem Netto ohne Hund, oder bei NP einkaufen geht, der finanziert letztendlich Edeka.